Wir freuen uns auch, hier zu sein beim Deutschen Präventionstag und über dieses wichtige Thema heute zu sprechen. Bevor wir dann sozusagen ins Inhaltliche konkret kommen, möchte ich Ihnen als Erstes noch mal kurz einen Einblick in unsere Arbeit Sie mitnehmen, da wir als Opferhilfsorganisation da natürlich auch einen speziellen Blick drauf haben, nämlich die Opferperspektive. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und eben zur Verhütung von Straftaten. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in über 400 Außenstellen tätig und unterstützen Opfer von Straftaten. Die PKS 2020 zeigt ja, dass wir 5,3 Millionen Straftaten in Deutschland registriert haben. Wir haben auch einen Anstieg von Hasskriminalität zu verzeichnen. Da sind wir jetzt nämlich bei 10.240 Fällen, weswegen auch dieses Thema besonders wichtig ist und wir als Verein uns das auch mit auf die Fahne geschrieben haben. Besonders im Jahr 2021 dreht sich vieles um das Thema Hass und Hetze bei uns. Denn wir wissen aus unserer Opferarbeit eben, dass die psychischen Folgen oft viel, viel schwerer wiegen als die körperlichen Verletzungen und der materielle Schaden einer Straftat gar nicht so schwerwiegend ist wie eben die psychische Belastung. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist Opferhilfe wichtig? Es ist einfach immer noch so, dass häufig die Opfer sich von staatlicher Seite nicht ausreichend beachtet fühlen. Noch immer ist das öffentliche Interesse fast ausschließlich bei dem Tatgeschehen, bei der Persönlichkeit des Täters oder der Verfolgung, der Verurteilung. Die Gesellschaft schenkt einfach insgesamt den Tätern oftmals viel mehr Aufmerksamkeit als den Schmerzen der Opfer. Und deswegen gibt es natürlich auch den Weißen Ring, der 1976 gegründet wurde von 17 Gründungsmitgliedern, unter anderem Herrn Zimmermann. Sie kennen ihn vielleicht noch von Aktenzeichen XY, der Mitgründer ist. Wir sind aufgeteilt in 18 Landesverbände mit eben diesen knapp 400 Außenstellen, mit rund 2.900 Ehrenamtlichen, die professionell ausgebildet werden, um eben Betroffene zu betreuen und als Lotsen im Hilfesystem aktiv zu sein. Und wir haben rund 440.000 Mitglieder, die uns unterstützen und eben ein aktives Hilfesystem mit vielfältigen Möglichkeiten. Wir sind aber darüber hinaus auch Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien. Und deswegen sind wir natürlich auch sehr froh darüber, Teil des DPT zu sein und da eben als ständiger Partner eben auch unser Wissen mit einzubringen. Von der Struktur her, wir sind stark ehrenamtlich aufgebaut, wie Sie sehen, eben mit viel Manpower da. Wir haben auch einen Fachbeirat Kriminalprävention, der sein Wissen von extern in den Verein holt, um da eben gut aufgestellt zu sein und sind aber vorwiegend eben im Ehrenamt unterwegs. Wir haben vier Satzungsziele, das ist einmal die Opferhilfe, die einen wichtigen Part einnimmt, die Kriminalprävention, die uns besonders am Herzen liegt, da wir eben wissen, wir können einen Beitrag leisten, Kriminalität zu verhindern oder die Gefahr zu reduzieren, Opfer einer Straftat zu werden. Dann haben wir natürlich auch öffentliches Eintreten, um darauf aufmerksam zu machen und eben auch, was uns auch besonders wichtig ist, dass wir eben auch professionell arbeiten und unsere Ehrenamtlichen auch dementsprechend ausgebildet sind. In der Opferhilfe, wo wir auch dann sozusagen unsere Expertise rausziehen, ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben die Perspektive der Opfer einnehmen und eben aktiv Hilfe anbieten können, da eben auch individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen. Jede Straftat ist anders, jedes Opfer ist anders, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Da kann man nicht pauschal agieren, sondern es ist wichtig, eben zu schauen, was wird benötigt, um da eben eine Hilfe zur Verfügung stellen zu können. Und eben auch unser Selbstverständnis, dass wir eben Betroffenen durch das Hilfesystem lotsen und sie begleiten. Das kann sein, indem wir sie unterstützen mit Hilfeschecks für einen Rechtsanwalt oder einen Therapeuten. Und Ziel ist es eben, Informationen zur Verfügung zu stellen
ohne die Angst zu haben vor Kosten oder die falsche Entscheidung zu treffen, einfach an der Seite zu stehen. Das wissen wir einfach aus unserer Arbeit, dass das sehr, sehr wichtig ist. Einfach zuzuhören und da zu sein, hat häufig einen sehr großen Effekt, um die Leute wieder zurück ins Leben zu begleiten und ihnen eben Mut und Hoffnung wiederzugeben. Und Beispiele für Hilfen sind eben diese emotionale Unterstützung, Begleitung bei Gängen zu Gericht oder zu Behörden. Das haben wir natürlich genauso im Themenfeld Hass und Hetze wie in anderen Fällen auch. Hasskriminalität ist eben auch ein Thema, was immer mehr an uns ranrückt. Und eben auch diese Hilfe durch Beratungschecks, aber auch finanzielle Hilfen, indem wir eben Bestattungskosten mit übernehmen oder Erholungsmaßnahmen in einigen Fällen machen. Und das Wichtige ist auch zu begleiten, einfach sei es bei Formularen oder eben bei weiteren Hilfen. Manchmal gibt es ja noch weitere Experten, an die wir eben dann auch verweisen können. Eins unserer Motto ist, das Opfer hat fast immer lebenslänglich und das ist was uns antreibt, dass wir eben zeigen, was für Bedürfnisse haben die Betroffenen, weil das eben viel zu häufig untergeht und da legen wir auch unseren Schwerpunkt drauf. Und beim Thema Hass und Hetze ist das natürlich auch nochmal von besonderer Bedeutung, weil wir sehr viele Betroffene haben, die sich gar nicht erst Hilfe holen und da auch Unterstützung brauchen, da eben das auch gesellschaftlich mehr anerkannt wird, dass da eben auch Hilfe benötigt wird. Und genauer darauf eingehen wird jetzt meine Kollegin Frau Menz, um uns da ein bisschen mitzunehmen und einen kleinen Einblick zu geben. Genau, eine Sekunde. So, ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich heute, das Jahresthema des Weißen Rings Hass und Hetze vorstellen zu können und eben darauf einzugehen, was wir im Weißen Ring zu dem Thema machen und wie man Hass im Netz begegnen kann. Ja, um das Thema vielleicht in einem ersten Moment ein bisschen greifbarer zu machen, denn Hass ist ja jetzt kein sehr ein sehr vager Begriff und nicht abschließend definiert, möchte ich hier zur Einordnung vorwegnehmen, dass eben das bestimmende Merkmal eben die Vorurteile des Täters, der Täterin sind, die im Vordergrund stehen. Und deshalb spricht man auch gerne von Vorurteilskriminalität. Und die bestimmenden Merkmale dieser Kriminalität sind eben, dass die Motivationen des Täters oder der Täterin vorurteilsgeleitet sind auf die Nationalität oder das Geschlecht, vielleicht auch die Religion oder Sexualität des Opfers konzentriert sind. Und sich eben das Opfer sehr zufällig ausgesucht wird und da keine persönliche Beziehung besteht und ja, das Opfer auch eher als Repräsentant der Gruppe eben diese Vorurteile erfährt und sich damit nicht nur direkt nur gegen diese eine Person richtet, sondern man so einen Botschaftscharakter oder ja eine Botschaft an die gesamte Gruppe damit senden möchte. Neben Personen kann sich aber Hasskriminalität oder auch Vorurteilskriminalität auch gegen Symbole oder Eigentum oder Gegenstände dieser besagten Gruppe richten. Beispielsweise eben bei der Zerstörung eines jüdischen Friedhofs ist das, denke ich, ein sehr plastisches Beispiel, was damit gemeint sein könnte. Hass gefährdet unsere Demokratie, denn Hassaktivitäten sind als Ausdruck gesellschaftlicher Zustände zu sehen und wenn Vorurteile gegen bestimmte Gruppen eben gesellschaftsfähig werden, dann hat Hass auch den Raum zu gedeihen und es kommt auch jetzt, kann man das in den Nachrichten verfolgen, zu Übergriffen. Es können Bürgerinnen und Bürger das Ziel sein, eben von diesen Attacken, die aufgrund bestimmter äußerer Merkmale oder Zugehörigkeit Merkmale eben angegriffen werden gegenüber Journalisten oder auch Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungskräften oder Polizei kommt es zu Angriffen und auch Politikerinnen und Amtsträgerinnen erfahren immer mehr Anfeindungen, sei es per Mail oder eben über den tatsächlichen Angriff bis hin zum Mord. Hass im Internet wiederum steht heute an der Tagesordnung, darauf gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher ein. Auch gerade Frauen sind eine große Opfergruppe, die eben davon sehr betroffen sind.
Ja, Hass im Netz, nochmal ganz kurz dazu. Gemeint sind damit eben abwertende, menschenverachtende oder volksverhetzende Inhalte, die sich eben, wie das Merkmal der Vorurteilskriminalität auch schon sagt, gegen einzelne Personen richtet, die aber aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit eben angegriffen werden. Ja, vom Format her kann das per Sprache, per Post, per Bild, oder per Video, passieren, um eben diese Menschen abzuwerten, um sie anzugreifen oder im schlimmsten Fall, im äußersten Fall gegen zu Gewalt gegen sie aufzurufen. Neben diesen direkt betroffenen Personen sind aber auch Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren, die sich im Internet positionieren gegen Hetze, auch durchaus von solchen Personen dann eine Zielscheibe. Ja, Formen von Hass- und Vorurteilskriminalität, die sind genauso vielfältig wie die Menschen, die eben Opfer von Hass und Hetze werden können. Das sieht man hier hoffentlich gut lesbar. Es sind jetzt hier einige Gruppen gelistet, die natürlich nicht auf, ja, jetzt irgendwie auf Vollständigkeit, der Anspruch ist nicht gegeben, aber ich denke, das ist schon eine sehr ausführliche Übersicht über all die vielfältigen Zielgruppen, die es da eben in diesem Bereich gibt. Und es zeigt einfach die Bandbreite, glaube ich, ganz gut. Hasskriminalität lässt sich in seiner Breite doch schwer in Zahlen abbilden. Es gibt dazu verschiedene Gründe. Einmal eben ist die Anzeigebereitschaft der Betroffenen relativ gering. Also man ist muss von einer hohen, ja, Dunkelziffer ausgehen. Und es herrschen auch in bestimmten Gruppen einfach die Angst vor, vielleicht nicht ernst genommen zu werden, beispielsweise wenn man zur Polizei geht. Und deswegen, und darüber hinaus ist es auch zum Beispiel bei Gewalttaten gegenüber Wohnungslose einfach schwer zu ermitteln und ja nicht ganz transparent an dieser Stelle dann erfasst. Was uns aber ein Bild gibt oder einen Einblick gibt, sind die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität, die jetzt auch ganz aktuell rauskamen. Und da ist eben zu sehen, dass die politisch motivierten Straftaten deutlich gestiegen sind auf insgesamt 44.692. Das ist ein Zuwachs von 8% und ist damit auch auf dem Höchststand, der seit Einführung der Statistik eben, ja, ist es auf dem höchsten Stand. Davon wiederum sind 10.240 Fälle, wie Frau Sturm schon sagte, was einen Anstieg von 19% ausmacht. Und um da auch nochmal aus der Unterkategorie zwei Zahlen mitzubringen, bei fremdenfeindlichen Straftaten ist ein Anstieg um 19% zu registrieren und bei antisemitischen Straftaten eben 15% auf 2.351 Straftaten und davon sind wiederum 94% rechts motiviert einzustufen. Während die Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger sicherlich 2019 ja, in dem Mord an Walter Lübcke gipfelte, sind auch im Jahr 2020 die Gewalttaten gestiegen oder die Angriffe gestiegen. Gegen Amtsträger hat sich das 2020 verdoppelt und gegen Mandatsträger ist ein Anstieg von 97% festzustellen. Zu den Zahlen ist zu sagen, dass diese sich eben hauptsächlich natürlich auf das, also nur auf das Hellfeld beziehen, also die Fälle, die der Polizei bekannt sind und angezeigt wurden. Es ist dabei zu sagen, dass zivilgesellschaftliche Institutionen bei der Dokumentation von Vorfällen noch zu deutlich höheren Fallzahlen kommen und deswegen eine bessere statistische Erfassung fordern. Im Internet, dazu haben wir auch noch ein paar Zahlen zu kurz mitgebracht, ist ja Hate Speech an der Tagesordnung. Das sieht man daran, wie viele Nutzerinnen eben mit Hass in Berührung kommen. Das sind einmal 73% der 18- bis 24-Jährigen sagen, dass sie eben Hass im Netz schon mal gelesen haben. 72% der Befragten fürchten auch deshalb mehr Gewalt im Alltag aufgrund dieser steigenden Hate Speech-Zahlen.
Und jeder 12. Studienteilnehmer sagt oder war sogar selbst schon mal von Hass und Hetze betroffen. Ja, insbesondere im Netz ist der frauenfeindliche Hass, Belästigung, Bedrohung stark zu beobachten und das hat auch online eine ganz eigene Qualität. Da sind eben nicht nur Mädchen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, von betroffen, aber sie erleben eben, dass ihnen unaufgefordert Penisbilder geschickt werden. Sie erleben Stalking, sexuelle Belästigung, Vergewaltigungsdrohung oder Demütigung und Beleidigung. Und die Auswirkungen dieser psychischen Online-Gewalt oder die psychischen Auswirkungen so rum dieser Online-Gewalt sind eben oft gravierend. Es kann zu Stress, zu Angstzuständen kommen, zu Panikattacken. Schlafprobleme sind nur einige der Folgen, die zu nennen sind. Und genau, das ist eine Sache, die nicht zu verachten ist, denn häufig wird ja auch so suggeriert, dass die digitale Gewalt oder Hassrede im Internet ja nicht so schlimm ist, weil es keine physische Gewalt mittelbar auslöst. Aber man kann digitale und analoge Gewalt eben nur bedingt trennen, sondern eher sollte man es als eine Art Verstärkung oder ja Ergänzung sehen. Denn es ist falsch, dass das in dem Sinne harmlos ist. Das stimmt nur für die unmittelbare Situation, in der man diesen Hass liest. Aber wir als Weißer Ring wissen einfach, dass die psychischen Folgen und die Belastungen aus solchen Situationen eben um einiges auch schlimmer sein kann als eben vielleicht dann noch körperliche Verletzungen, die auch bei der Straftat einhergingen. Genau. Zu den Folgen möchte ich noch mal ein bisschen detaillierter sprechen. Wie eingangs ja erwähnt, ist ein Merkmal der Vorurteilskriminalität, dass nicht nur der einzelne Person betroffen wird, sondern auch die gesamte Gruppe. Das heißt, es gibt auch kollektive Folgen für die Gruppe, die eine starke Belastung sind. Erstmal schlägt verbale oder auch körperliche Gewalt Wunden. Die Betroffenen leiden unter psychischen, aber auch physischen Folgen der Angriffe. Sie sind eingeschüchtert und verängstigt. Und erfahren einfach enormen emotionalen Stress, Unruhe, Depressionen oder ihr Selbstbild verschlechtert sich und sie bekommen möglicherweise auch bei der Arbeit Probleme oder je nachdem in der Schule, in der Ausbildung, je nach Lebenssituation. Bei vorurteilsgeleiteter Gewalt erfahren Einzelne meistens wirklich ohne Vorgeschichte, ohne eigenes Verschulden eine Opferwerdung, die wirklich sich nur aufgrund der Vorurteile der Täter gegenüber der sozialen Gruppe münzt. Man kann in diesem Fall ja dann die Gruppe auch nicht einfach wechseln, indem man seine Religion oder sein Geschlecht oder seine Hautfarbe wechselt. Und dadurch ist ein ständiges Bedrohungsgefühl bei den Personen vorhanden. Und das spürt aber in einem anderen Maße dann auch nicht nur das Individuum, sondern eben die gesamte Gruppe, die eben hier eingeschüchtert werden soll und symbolisch erniedrigt werden soll. Dem sich entgegenzustellen, um diesen Hass nicht weiter gedeihen zu lassen, ist eine wichtige Aufgabe, die gesamte Gesellschaft tragen muss. Hier ist es aber wichtig, ein Phänomen zu kennen, das sich Silencing nennt. Das ist, denke ich, wichtig, um es reflektieren zu können, um auch das eigene Verhalten hinterfragen zu können. Denn es ist so, wenn sich Menschen im Netz nicht gegen Hass oder Hate Speech stellen und sich in Diskussionen zurückhalten, die Meinung vielleicht nicht ganz bewusst äußern oder sich wirklich komplett zurückziehen auf Plattformen, dann spricht man von Silencing. Und Silencing hat zur Folge, dass je mehr Menschen online schweigen, eben auch mehr Menschen dazu tendieren, ebenfalls zu schweigen und dann die Aussagen der Hassrednerinnen vielleicht zu akzeptieren und so vielleicht sogar als Mehrheitsmeinung, als vermeintliche Mehrheitsmeinung dann zu akzeptieren. Und dann spricht man davon, dass dadurch eine Art Schweigespirale sich entwickelt und eben diese Meinungen der Hassrednerinnen lauter werden und zur vermeintlichen Meinung der Mehrheitsgesellschaft hoch gedeutet werden können. Wie kann man sich also
darüber hinaus jetzt wirklich gegen Hassaktivitäten wehren oder dem entgegensetzen. Darauf gehe ich im Folgenden einmal ein. Was können zum einen die Betroffenen direkt tun? Es ist wichtig, da bestimmte Werkzeuge zu haben. Man sucht sich Verbündete, um eben darüber zu sprechen, eine vertraute Person, mit der man dann gemeinsam eben überlegen kann, wie können wir jetzt hier weiter gemeinsam vorgehen. Es ist sicherlich sinnvoll, ein Gedächtnisprotokoll zu verfassen und auch Verletzungen und Schäden zu dokumentieren für eine spätere mögliche Strafverfolgung. Online ist es ganz wichtig, Beweise zu sichern, sei es mit Screenshots oder eben ja, der E-Mail, die man ablegt und abspeichert. Und auch ein wichtiges Tool ist eben, Kommentare auf der Plattform zu melden oder auch Benutzerinnen eben ganz zu blockieren oder auch nicht nur selbst diese Kommentare zu melden, sondern vielleicht auch an eine dritte Stelle, an eine Meldestelle sich zu wenden und diesen Kommentar dann eben melden zu lassen. Darüber hinaus steht natürlich immer auch die Anzeige bei der Polizei als Möglichkeit zur Verfügung. Ja, juristisch ist es auch wichtig zu wissen, dass man sich gegen den Hass wehren kann, denn die hier aufgeführten Paragraphen helfen Betroffenen dabei. Und das ist auch wichtig in der Kommunikation, die ja, Nachricht zu senden, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und hier sind so Delikte wie Volksverhetzung oder Bedrohung, die relativ häufig im Internet sind, eben auch einmal aufgelistet und es ist wichtig, darüber aufzuklären. Als dritte Person kann man sich auch gegen Hass und Hetze stellen. Da ist es ganz wichtig, auf das Thema Zivilcourage hinzuweisen. Bei Zivilcourage vermitteln wir im Weißen Ring immer, geht es darum, hinzuschauen und hinzuhören und eben nicht wegzusehen oder vorbeizugehen, weil man vielleicht gerade einen Termin hat und schnell weitergeht und sich nicht so ganz verantwortlich fühlt oder man auch vielleicht gar nicht so genau weiß, wie man jetzt helfen soll. Das sind Situationen, die sowohl im digitalen Raum als auch im analogen passieren können und zu denen es kommen kann. Und dabei ist es eben wichtig zu wissen, dass niemand ein Held sein muss oder sein Leben dabei riskieren muss, aber dass es im Rahmen der eigenen persönlichen Möglichkeiten doch kleine Taten oder kleine Worte, klare Worte gibt, die man eben nutzen kann, um hier zivilcouragiert handeln zu können. Und genau, auch wenn man zum Beispiel beobachtet, dass eben Einsatzkräfte oder HelferInnen während ihrer Arbeit angegriffen oder gestört werden, ist es immer zum Beispiel ein guter Schritt, eben umgehend die Polizei zu rufen. Wir haben als Weißer Ring 5 Regeln, mit denen man, glaube ich, ganz gut, die man gut verinnerlichen kann, damit man im Ernstfall eben weiß, wie couragiert geholfen werden kann. Die finden Sie auch ausführlicher in unseren Materialien nochmal beschrieben, die wir am Ende nochmal kurz vorstellen. Und da geht es eben zum einen mal darum, die Situation genau zu beobachten, gegebenenfalls aus der Distanz zu handeln, ohne sich selbst zu gefährden. Es ist immer gut, die Polizei anzurufen, besser einmal mehr als einmal weniger und eben auch möglichst frühzeitig zu handeln, um eben zu verhindern, dass sich die Situation im schlimmsten oder schlechtesten Falle zuspitzt. Als vierte Regel kann es hilfreich sein, auch andere Menschen in der Umgebung anzusprechen und um Hilfe und um Unterstützung zu bitten. Und ganz wichtig natürlich, sich um das Opfer zu kümmern, ihm die Nachricht zu geben, ich möchte dir helfen, du bist hier nicht alleine in der Situation. Und wenn man diese Werkzeuge schon mal für sich als Option oder als Handlungsoption verinnerlicht, kann Zivilcourage in diesen Situationen ein wirksames Mittel sein, um Straftaten zu verhindern. Im digitalen Raum gestaltet sich die Zivilcourage noch mal ein bisschen anders, da es noch mal andere Dimensionen annimmt. Auch da haben wir konkrete Hilfsmöglichkeiten aufgelistet, denn auch häufig im Internet ist häufig auch die Situation zu beobachten, dass Menschen vielleicht in irgendeiner Form helfen wollen, aber nicht so genau wissen, wie und dann
da so ein bisschen auch Aufklärung und Hilfestellung brauchen. Betroffenen gegenüber kann man beispielsweise diese anschreiben, vielleicht auch über eine private Nachricht, wenn man es nicht öffentlich machen möchte, und nachfragen, was die Person in dem Moment vielleicht brauchen kann. Man kann sich mit der angegriffenen Person solidarisieren und ihr zeigen, dass sie eben auch im Internet nicht alleine dasteht und auch entsprechend Tipps zur Hilfestellung und Hilfeangeboten einfach geben. Den stillen Mitlesenden gegenüber ist es immer sinnvoll, diese anzusprechen und vielleicht um Unterstützung zu bieten, um gemeinsam auch darauf hinzuweisen, dass hier ein gewisser Umgang miteinander gewünscht ist, an den sich alle halten sollen. Auch im Kontakt mit dem Hassredner kann es mal sinnvoll sein, diesen anzusprechen, nachzufragen und immer auf einer konstruktiven Ebene eben Gegenargumente zu bringen und auch da ihn nochmal oder sie auf Umgangsregeln hinzuweisen. In Maßen, sicherlich ist Humor auch ein Mittel, um auf je nachdem, was für ein Hasskommentar es ist, reagieren zu können oder eben die Nachfrage nach Quellen, nach Belegen ist ebenfalls eine Möglichkeit, hier dem Hassredner gegenüber zu reagieren. Ganz wichtig, wenn es zu solchen Kommentaren kommt, wie schon mal erwähnt, eben Beweise sammeln, sei es die Sprachnachricht speichern, die E-Mail, den Screenshot machen und diese Kommentare dann eben für die Strafverfolgung aufbewahren. Kommentare melden und blockieren und Profile blockieren, habe ich eben auch schon erwähnt, und auch die Anzeige der Polizei eine weitere Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Zivilcourage, das ist die schöne Nachricht, kann jeder lernen. Um dieses Wissen zu fördern, hat der Weiße Ring eben Unterrichtsmaterialien erstellt für Lehrkräfte der ersten und zweiten Sekundarstufe. Und diese drei Module, die Sie hier sehen, können ganz flexibel eingesetzt werden, auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Es geht einmal um das Thema Demokratie und Werte, dann Empathie im Alltag und Umgang mit Konflikten. Und zu jedem Themenblock finden eben Lehrkräfte einmal Hintergrundinformationen. Es gibt didaktische Hinweise und Arbeitsblätter, die dann eben im Unterricht ohne viel Vorbereitungszeit genutzt werden können und den Einsatz finden können. Das Unterrichtsmaterial kann einfach dann gut dabei unterstützen, couragiertes Handeln zu vermitteln und vielleicht auch Hemmschwellen abzubauen und gibt eben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, sich in diese Situation mal hereinzuversetzen, diese zu reflektieren, diese besser einschätzen zu können und zu üben. Darüber hinaus haben wir auch noch weitere Materialien, die zum Thema hilfreich sein können. Das ist einmal die Broschüre Zeig's allen, zeig's Zivilcourage, die eben zu diesem Thema stärker aufklärt, sowie der zugehörigen Tippkarte. Unter einer Tippkarte können Sie sich vorstellen, auf der Rückseite dieses längeren Formates sind dann eben nochmal 5 Tipps abgebildet, die man auch gut einmal an Personen rausgeben kann und wo die wichtigsten Tipps eben knapp und gut übersichtlich zusammengefasst sind. Auch zu unserem Jahresthema Hass und Hetze, das ist dann auf der rechten Seite die Broschüre, haben wir eine Broschüre erstellt, die eben zum Thema informiert, die auch Fallgeschichten, genauso wie die Zivilcourage-Broschüre, eben Fallgeschichten beinhaltet, die für die Opferperspektive sensibilisiert. Es gibt Informationen grundsätzlich zu Hasskriminalität, wie man solche Verbrechen erkennen kann und natürlich auch ein bisschen geht es dann auch um Präventionstipps, was Betroffene eben tun können, wie der Weiße Ring hilft und wie Außenstehende auch beim Thema Zivilcourage sich verhalten können und wie sie helfen können. Die Materialien finden Sie jetzt heute oder jetzt die Tage einmal im DPT-Foyer direkt auf unserer Veranstaltungs- oder Vortragsseite unten. Wir sind aber auch immer gerne bereit, die Ihnen zuzuschicken oder per Mail, wenn Sie sie digital möchten. Man kann sie auch auf unserer Webseite herunterladen. Das gilt auch für das Schulmaterial. Unsere
E-Mail-Adresse habe ich Ihnen jetzt auf meiner letzten Folie auch nochmal hinzugefügt. Da können Sie sich gerne auch bei uns melden und auch kontaktieren. Und ich schaue auch auf die Zeit. Ich denke, das ist uns jetzt ganz gut gelungen. Freue mich damit, den Abschluss dieses Vortrags gefunden zu haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.